Ja, also in meinem Basis ein Fahrsicherheitstraining gewesen, aber die Jungs, hat man gesehen, haben Erfahrung mit Eis, also eisigen Untergrund, und sind dann gefahren. Kann man nicht immer überall machen, dass man Vollgas gehen kann mit den Autos, und ja, super. Wir sind halt einfach ans Limit gegangen, wir haben das alles ausgetestet und man sieht auf Eis, ohne Eislaufschuhe ist schon sehr schwer. Es waren einige Grenzerfahrungen dabei, Gott sei Dank sind da weite Auslaufzonen. Einige Mal die Fahrbahn verlassen. Der Vorteil ist, oder Nachteil ist, wir haben keine Banden nicht. Darum haben wir ein paar Mal jetzt außerhalb der Strecke gewesen, weil wir sind gewohnt, mit der Bande im Eishockey zu spielen und es geht da nicht. Aber wir sind da, um den Grenzbereich und darüber hinaus zu erfahren. Ja, wir haben sicher ein paar super Tipps gekriegt vom Reini. Der hat uns sicher weiterhelfen können. Also ich habe versucht, das auch anzunehmen, was man sagt. Hat nicht ganz funktioniert, aber ich habe da mitfahren dürfen bei ihm und war schon Erfahrung. Auf Eis mit dem Auto ist man sehr selten unterwegs und ist sicher eine coole Geschichte, ist sehr wichtig.